Erinnerst du dich noch damals, als Kira abgeknallt wurde? Was würdest du machen, wenn du rauskriegst, dass es dein Vater war? Diese Person, denn Kopfgeld auf Hans und Kira und so weiter ausgesetzt. Und Kira wurde dabei schwer verletzt. Fast gestorben, hast du vergessen. Ich habe eine Geiselnahme vor heute, ja? Okay. Triff dich mit ihm an einem so beschissenen Ort, dass ich euch da hops nehmen kann. Nimm du ihn vorher aber hops, damit er auf keinen Fall die Bullen anruft oder so. Das heißt also, pass auf, folgendes. Ihr trefft euch, ja? Du bist übelst abgefuckt auf ihn. Immer noch. Weil das ja so ist. Bedrohst ihn wieder mit der Waffe, sagst, er soll die Hände hochnehmen, fesselst seine Hände, stehst weiterhin mit der Knarre gezielt auf ihn. Holt's alle mal die Hände hoch. Wie ist dein Name, alter Mann? Erich. Ich habe ihn gefunden. Ja, der Vater von ihm. Unten am Pier. Ich warte hier. Was heißt Vater von dem? Du suchst also nach uns. Nach euch? Du bleibst da schön stehen, du bewegst dich keinen Meter, sonst knall ich dich ab. Lass die Mädels und Jungs gehen. Nimm mich mit, aber lass sie gehen. Du wartest hier. Ja. Warum suchst du nach uns? Seid ihr die Russen? Es geht dich einen Scheiß an. Ja, dann suche ich ihn euch. Warum suchst du nach den Russen? Weil da jemand ist, der mit denen einen Deal machen möchte. Deal? Ja. Was für ein Deal? Weiß ich nicht genau. Ich soll nur die Infos besorgen. Wir wollen keine Deals. Gut, dann sage ich ihnen das. Aber lass die Kinder da raus. Ach, das sind alles deine Kinder, oder was? Ja. So, Alter, geh, nimm die Hände hoch. Hallo. Nimm die Hände hoch und geh an den Pier da hinten, Alter. Geh da ran, geh geradeaus, du. Die anderen dreht euch um. Pack deine Waffe weg. Ey, Teammanager, du musst mehr Teams herholen. Wir haben zwei Plätze mehr, die bedeckt werden müssen. Ich? Nix, du. Nimm die Hände über den Kopf, nimm deine Dings. Nimm mir die Waffe weg. Hey, Vater. Sind zwei. Digga, bist du Handyverkäufer oder was soll das? Was ist das denn für ein Fregel? So, mitkommen du. Auch alle drei Hände über den Kopf. Komm mit, Maskenmann, hoch. Du brauchst zwei. Rede mal. Mhm. Wer bist du? Ja, jetzt. Ja. Ja, ja. Geh mal hier drinnen, hinten rein. Hier in dieser Runde. Oder zwei Frauen, Digga. Du hast den ganzen Plan durcheinander gemacht. Stacy und Jane. Spasti, Alter. Ich dachte, dass sie weg wären. Ich dachte, nur noch Hawks ist hier. Ist das Jane Glitter? Jane Glitter und Stacy ist es. Ach Gott. Die ganze Familie ist hier. Was? Einfach immer. Spür die beiden Damen, kriegen die Couch. Ja, und gib Ruhe. Jane. Die ist tot. Die hab ich erschossen, weil du nervst, blöde Kuh. Hab ich wirklich meine Tochter erschossen? Stacy! Ja, will ich. Und jetzt? Was jetzt? Willst du dich? Wer will nach mir treten? Ja. Stacy, hör auf! Ihr beide. Willst du nach mir treten? Hä? Wie so ein kleines, bockiges Kind. Gib Ruhe jetzt. Licht. Alter. Jawohl. Du auch. Wer bist du? Was machst du? Rede mal. Wenn du weiter so zickig bist, erschießt sich dein Freund auch. Ey, du musst ja dringend. Schau mal, du Mongo. In dem Moment, jetzt bist du doch voll dumm dran. Jetzt bist du doch gar kein Teil davon. Ja, richtig. Jetzt muss ich wissen, was ist jetzt Plan? Soll ich meine Maske abnehmen? Rausgehen? Nee, wir beide gehen jetzt raus. Dann nimmst du die Maske ab, ziehst dich komplett um und gehst dann rein, wie als ob du. Bleib hier, nicht raus, sonst sieht uns jemand. Zieh dich um, komplett als Hans. Hände hoch, rein. Was schnüffelst du hier? Geh weiter, du. Scheiße. Oh, keine Faxen. Was schnüffelst du hier? Maul, nerv nicht. Ich wollte wissen, wo ihr die hinbringt. Ey, einer von euch mal hier rüber. Hör, den Typen habe ich hier gerade vor der Tür gefunden, Digga. Digga, was machst du hier rum? Wer bist du? Ich wollte wissen, wo ihr meinen Vater hinbringt.
Den Rest mal von mir. Wer ist dein Vater? Wer ist dein Vater? Jod. Mit dem Hut. Hallo. Der mit dem Hut. Oh, ist doch nicht dein Ernst, ernsthaft. Digga, ja, ich schmeiß dem Handy nach ihm gleich. Mach dem die Hände fest. Dreh dich um. Mann. Seid ihr ein Pack oder was? Wer ist der Vater? Du? Ich bin der Vater. Hallo. Ja, das ist diese Inzuchtfamilie hier in dieser Wer Stadt. Bist Dreh dich um. In der Mitte. Ja, die sind verwandt mit allen. Deutsche Großfamilie. Hier ist mein Vater, hier links, ja. Ich denke, das ist sein Vater. Hier das ist sind alles meine Kinder, die ihr mitgenommen habt. Ihr seid Brüder. Hier. Ja. Hey, das kann interessant werden. Ja, bleib mal hier bitte stehen. Darf ich Psychospiel? Ja, darf ich. Wo ist meine Tochter? Was machst du? Ja, hast du irgendwie das Gefühl, dass du mich nerven kannst oder mir dumme Fragen stellen? Wirklich irgendwie so, als ob ich dir irgendwas antworten würde? Jetzt guck die Wand an 10 Minuten. Dreh dich um, du Affe. Ja. Ey, dreh dich um, mal mit der Pinkhaarigen. Ich weiß nicht, wie man das Problem... Boah, die soll sich zurückhalten. Ernsthaft. Was du denn? Ich wollte gucken, wo die euch hinbringen. Ich habe gesehen, dass da mehrere Julos weggefahren sind. Mann. Ruf doch lieber die Polizei oder so. Ach, die Polizei, die sich einen Scheiß dafür interessiert. Weißt du noch als Jungs? Weißt du noch, als Knicker entführt wurde, wie sich ein Scheiß dafür interessiert wurde? Ja, hast ja recht. Oder ruf doch so, keine kannst du wieder umdrehen. Das ist auch ein Sohn von dir, oder was? Hier, das ist Ben. Der ist jetzt auch dein Sohn. Der ist jetzt auch dein Sohn. Eigentlich nicht, aber okay. Du bist jetzt der Vater von allen dreien. Und wenn die sich nicht benehmen, knall ich einen nach dem anderen ab. Sorg dafür, dass sie ruhig sind. Danke. Halt die Fressen. Du weißt genau, wo die Polizei ist. Du rufst auch an, die interessieren den Scheiß, wenn die denn überhaupt mal erreichbar sind. Ja, hast ja recht. Letztens wurde bei der Polizei anrufen, wurde die ganze Zeit weggedrückt. Wo ich mir denke, dann macht doch keine Leitstelle, wenn du die Leute wegdrückst. Was, wenn ich Mord anklagen will? Den ich beobachte, melden will. Interessiert die überhaupt nicht. Interessiert den Scheiß. Warte, ich frag nochmal, was hast du gemacht, dass die so pissig sind? Die nur was Gutes. Ich denke mal, das sind, ich weiß nicht, die Russen oder so, die haben nur gefragt, was ich von ihnen will. Ich wollte den, ich weiß es, ich keine Ahnung, ich sollte doch das nur tun. Ich wollte das alles nicht. Ich sollte doch nur herausfinden für den Dealer oder für den Typen, wer und wo. Aber dann sag nicht zu viel. Wir sind hier nicht alleine. Hallo. Wer bist du? Ich bin Ben. Kennt man dich? Nein, erst frisch eingereist. Wann? Heute. Oh, willkommen im Start. Ja, willkommen. Ja. Und dann bist du hier in der Gegend, ja? Heute ist quasi nach Mittwoch. Ja, mein Name ist Erich. Hallo Erich. Ich bin jetzt anscheinend sein Vater. Ja, wie es scheint, haben wir den Bullen in Zivil gerade draußen festgesetzt, der auch schon am Start war, um uns zu observieren. Hast du die Bullen gerufen, ein Stück Müll? Wer? Ja, wer? Nein, keiner. Ich nicht. Nein, niemand von uns. Wer stand denn eben vor dem Gebäude? Hier hat niemand Bullen gerufen. Was hast du Bullen gerufen? Oh, ich hab gerade kein Handy. Ich nicht. Nee, ich meine ja Hans. Sag nicht, das ist ein Bulle in Zivil. Maida. Schneider. Warum Krüger Schneider, mitkommen. Ich hab die Bulle nicht gerufen. Hat sich hier erstmal ein Special Agent angeschlichen. Ey, der ist vom FIB, der Typ. Warum bist du hier? Der hat noch Taser und alles. Und der hat noch. Ja, weil ich hier ein bisschen rumgefahren bin. Das ist Lucy. Behandelt sie gut. Warte, ich kann gerade nicht. Ich ruf dich gleich an. Nein, ich bin zufällig hier. Bis auf einmal ihr Kollege da war. Er hat gerade geatmet. Wer hat gerade geatmet? Ich. Willst du einen Schuss ins Knie? Nein. Ich hab geatmet. Warum nervst du? Ich bin ein bisschen älter, die Luft ist scheiße. Vater, ich hab mal eine Frage an dich. Wenn du einen von deinen Söhnen erschießen müsstest, wen würdest du nehmen? Gib mir den schwarzen Hahn. Ben? Ja. Hey, der ist der Jüngste. Was bist du für ein scheiß Vater, Alter? Naja. Der ist doch viel älter. Ich kenn den gerade. Ja, trotzdem. Ich lieb die Jungs. Was mit Miss... Wieso ziehst du mit Ben vor? Ja. Naja, der hat immerhin einen Job. Ben, hast du keinen Job? Ich bin Farmer. Er hat gesagt, er ist heute zum ersten Mal eingereist. Was seid ihr anderen? Was macht ihr beruflich? Taxi. Die Taxi. Der Familienbetrieb, ja. Wir sind die Chefs der Taxifirma. Ihr seid die Chefs der... Oh, Jackpo, Alter. Ich gehe wieder, ne? Ja, hallo? Ist nichts Persönliches, Pen, übrigens. Ja, wir sitzen alle im gleichen Boot. Hier im Haus. Wer ist jetzt die Glatze?
Was für eine Glotze. Guck doch mal rechts neben Ben. Glotze, wer bist du? Der Micha. Hallo, Micha. Seit wann lebst du hier? Hier in der Hütte? Nein, seit wann du, wann bist du hier im Start? Ach, schon ein paar Monate jetzt. Kennt man dich? Das fuckst du jedes Mal, wenn wir uns treffen. Ich kenne euch nicht mehr irgendwie. Wer bist du denn? Genauso Gedächtnis also, was wie machst du? War mal bei Marshalls gewesen. Ja. Warum hast du so viele Kinder? Ich hatte 56 Stück, aber ich wusste nicht, die alle hier sind. Was bei dem. So eine Intervention oder was ist das hier? Ja, ja. Sag, der Vater war früher wie so eine Sprinkleranlage. Vater, wir warten auf den Notar. Wir kriegen Platzmangel. Wir kriegen Platzmangel. Mach das mal bitte so, als ob das ein Gruppenfoto wäre. Kniet mal bitte vor die anderen. Das ist mir zu anstrengend. Ihr steht in einem viel zu großen Radius zueinander. Das macht mich aggressiv. Darf ich mich das auch hinsetzen? Sieht auch scheiße aus. Wer fragt das? Wer? Nimm die Hand hoch, der das fragt. Ich! Ich, wenn du noch einmal fragst, schieße ich dir zu. Ey, die Bullen sind da! Okay. Wäre aber nicht gut durchdacht, hab ich dir gesagt. Bitte, ich will nicht. Du im Mantel umdrehen. Was? Jetzt fertig. Ihr sagt einmal hinsetzen was? Und. Ihr seid ein Polizier? Das brauch ich. Oh shit! Oh shit! Ja, ey, Typ unten mit Dings. Ey, hörst du mich unten? Ja. Komm. Ja. Er kommt rein. Ich bleib draußen, oder? Wie du willst. Ja. Aber eigentlich nicht. Jetzt geht barrikadieren los. Nun. Das war ich, ne? Also. Die Großteil von euch kennt mich schon, ich bin euer Vater. Ja, deswegen. Alter. Warte, wie heißt alle unsere Leute kommen auf. Erich, wer bist du dann? Guten Morgen. Einige von euch kenne ich jetzt erst seit heute. Den Rest schon ein bisschen länger. Guten Morgen. Was ist denn los? Stell dich wieder in die Reihe, ich will keine Kugel wegen dir. Ja. Du bleibst hier bei denen und kümmerst dich darum. Wer ist denn neben mir rede? Ja. Du gehst gucken, dass keiner die Treppe hochkommt hier. Passiert mir was? Ich kann kein Feuer. So, ihr kommt jetzt alle mit raus. Alle Geiseln gehen auf diese Veranda und gucken runter. Alle, Weiber und Frauen. Weiber und Frauen. Ich bin aber ein Typ. Aufs Dach. Raus. Nichts bringt nichts, jetzt sagen wir zu sein. Einfach. Cool. Vielleicht wollen jetzt auch nur. Auf. Ich wollte schon lange wieder ins Haus. Ja, nu. Ja. Vielleicht wollen jetzt einfach nur festnehmen, warum zu viele Leute sind. Versammlungsverbot und so. Dazu. Alles gut. Papa, ich liebe dich trotzdem. Ja, warte mal ab, bis er dein Kopfgeld auf dich aufsetzt. Das war nicht gewollt! Ich liebe dich. War nicht gewollt, ja. Ich liebe alle meine Kinder. Hallo. Der mal das Gedudel da ausmachen. Willst du noch mehr ins Ohr atmen? Hey, dann. Der sagt. Ich hab doch eine Maske. Warte mal, wer sagt, er liebt alle seine Kinder? Du kriegst jetzt die Chance deines Lebens. Hier. Entscheide, wer von denen sterben soll. Nein, dreh dich um. Ja. Dreh dich um. Ja, tu ich. Du gehst jetzt nach unten alleine. Du wirst dafür sorgen, dass die gleich jemanden schicken, mit dem verhandelt wird. Und dass sie währenddessen uns hier nicht nervös machen. Wenn du nicht wiederkommst, sterben deine Söhne. Ganz einfach. Ey, der Hedi soll sich verpissen. Was sagst du denn als erstes, Alter? Wenn der nicht begleite ihn ein Stück. Begleite ihn, soweit du kannst. Ich bin der Familie, wa? Sehen Sie, das verdammt ehrlich. Ja. Lass uns gegenseitig nicht auf den Sack gehen. Was halten Sie davon? Hört sich nach dem Plan an. Gut. Wie können wir sie denn nennen? Fridolin. Fridolin. Okay, Fridolin. Der Jude, Fridolin. Dann verrat mir doch mal, Fridolin, was du von uns jetzt erwartest, weil du wirst ja wahrscheinlich nicht ohne Grund Geiseln genommen haben. Richtig und falsch zugleich. Was? Ich habe keine große Erwartungshaltung tatsächlich. Es sollte auch gar nicht darauf hinauslaufen, dass sie hier mit Polizei ankommen. Es hat eigentlich einen anderen Hintergrund. Es hat sich alles ein wenig verändert jetzt, da ja anscheinend die gesamte Polizei hier oben ist, womit auch die Situation sich verändert hat. Okay. Deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie mir bis 25 nach, das sind 10 Minuten, zu machen, wie ich diese Situation jetzt hier glimpflich lösen kann, möchte, will. Dann würde ich wieder hier raustreten und mit ihm sprechen. In Ordnung. Okay, danke. Es wird noch Stunden dauern. Was ja so gut organisiert ist. Soll ich es dir schneller machen, ja?
Wissen, dass es schnell zu Ende geht. Was willst du machen? Hans, hör auf zu stinken! Ich mitnehmen. Es bringt dich auch nichts. Die Halsschlagader aufschneiden und innerhalb von 2 Minuten bist du erlöst von diesem Leid. Du meinst, dann kommst du hier noch so einfach raus? Du denkst, denen fällt auf, dass die Geisel hier fehlt? Schon? Ich warte, noch bis nicht, du denen den Ausweis gezeigt hast und dann kommst du halt einfach nicht mehr aufs Dach. Fress, alter Mann, oder willst du uns alle umbringen? Bist du am Ende der letzten. Bist du als letzter. Mann, ey! Alles kleine Kinder hier! Die Reihe verschieben. Schieb ihn nach hinten. Mitkommen. Wohin? Nein. Mach ganz rechts. Komm. Muss ruhig sein. Ah, okay. Dann komm, geht mal rüber. Hoppi, du bekommst Gesellschaft. Geh mal rüber ein bisschen. So, kommen wir zu den letzten beiden. Oh, der alte Opa. Auf geht's, Opa. Der mit dem weißen Hut, bitte. Jo. Du hast keinen weißen Hut. Danke. Rechts. Du wartest am längsten. Einfach, weil du es verdient hast. Kreuzfahrt. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, wie ich noch provozieren soll. Ich würde dich gerne umarmen, aber ich glaube, ich boxe dich dann eher. So, der Dame mit den dunklen Haaren, bitte. Hallo. Hallo. Bist du hier hinlaufen? Was geht? Kannst du bitte zu der Dame hingehen? Wollte gerade sagen. Zu der Dame mit den grünen Haaren? Ja, da brauchen wir keinen. Nein, mit der, ja, auch zu den mit den grünen Haaren. Okay. Wir haben die Herztabletten da, aber die hatten sie leider nur noch für rektal Name. Sein Schließmuskel ist kaputt. Achso, nee, warte mal, der hat ein Dings. Ne? Also sie müssen einen Arschtorpedo ballern. Ey, wink mal zurück da hinten. Zurück, ansonsten sind sie so weit unverletzt. Alles klar. Ich bin unverletzt. Ey, du da oben! Das sieht man noch. Na gut. Wow! Weiter jetzt. Oh. Ah, das Familiendrama hat aufgehört, okay. Sowas in der Art. Aber ich glaube nicht, dass unser Familiendrama dich irgendwas angeht. Oh, jetzt warte ich einfach. Doch, weil ihr mich damit zulabert. Ja, dann geht er weg. Ich stehe hier nur. Und sorgen gar nichts. Mantelmann, mitkommen. Tu ihm bitte nix. Die Ecke. Frank ist auch nicht da. Irgendwas Neues? Nee. Außer, dass die anscheinend Highways dicht gemacht haben. Das heißt, du kommst nicht mehr in die Stadt? Und nicht mehr hoch? Nee. Schlauer Schachzug. Also du kommst hoch und runter so, aber die kontrollieren halt alles, was da vorbeifährt. Keine BFs? Ja. Wir haben eine BF hier, eine Cliffhanger, eine BWF. Was ist die Forderung? Was erfordert? Mhm. Keine Ahnung. Ich bekomme hier oben gar nichts mit. Ich bekomme hier nur mit, unser Backup ist weg, wir müssen irgendwie uns auf die Wagen aufteilen. Die Geiseln machen die ganze Zeit Faxen, ich bekomme hier nichts mit. Außer die Sachen. Die Frage ist, wie du hier sinnvoll wegkommst. Die Frage ist, wie ich das zwischen dir und deinem Vater bekomme. Das war mit Chef per Ideal abgesprochen. Das Problem war, dass es nicht dazu kommen ist jetzt. Soll es dazu kommen, jetzt. Hm. Weil dann pushe ich das jetzt. Und zwar voll. Was willst du machen? Ja, wir sind eigentlich nur hier, weil ich meinen Vater zur Wahl stellen wollte, entweder mein Leben oder seins. Ja, um genau zu wissen, ob er denn mein Leben wählt, um mich loszuwerden. Wenn er sein Leben wählt, dann weiß ich, dass ich mich darauf auf ihn verlassen kann. Und er nicht die nächste Chance nutzt, um mich loszuwerden. Ich jetzt tun. Ich provoziere den Streit mit ihm. Nee, ich provoziere den Streit mit ihm. Halt ihm eine Waffe an den Kopf und führ ihn rein. Ihn hier? Geh rein. Alter Mann, mitkommen. Links, links, links. An die Couch. Was hast du gemacht? Hände nach oben, beide. Bist du sicher, dass du das was riechst? Ihr beide macht. Wieso, was haben wir gemacht? Ihr labert mich die ganze Zeit voll mit euren Scheißproblemen. Ich nehme ihn zu einem Gespräch mit, er labert mich voll, ja? Er sagt die ganze Zeit, er ist schuld daran. Er pusht das die ganze Zeit hoch. Er. Wen von euch beiden soll ich jetzt abknallen? Dich oder ihn? Moment mal, was? Entscheidest. Ich entscheide? Du entscheidest. Mantel entscheidet.
Wen soll ich abknallen? Was soll ich entscheiden? Wen ich abknall. Warum soll ich entscheiden, wer abgeknallt wird? Weil ihr mir beide auf den Sack geht und entweder knall ich euch beide ab oder einer von euch beiden sagt jetzt den Namen des anderen. Okay. Ich sag dir, wen du abknallen sollst. Komm, trau dich! Nö. Bleib stehen oder ich knall dich wirklich ab. Der alte Mann hat Mumps. Ja, dann beruhig dich. In die Ecke da jetzt. Ganz in die Ecke. Okay, das reicht mir als Beweis. Hinsetzen. Ja. Okay, das reicht mir als Beweis. Wenn du aufstehst, zerschieße ich dir dein Knie. Ja. Du auf die Couch hinsetzen. Wenn du aufstehst, zerschieße ich dir das Knie. Ich lasse euch spielen alleine. Seid ihr auf geheimer Mission, ihr zwei Idioten, oder was ist mit euch? Ich will eigentlich nur meine Ruhe. Ich will einfach nach Hause. Anscheinend wollt ihr gegenseitig euren Tod. Ich will gar... Beziehungsweise du willst deinen eigenen Tod. So ich will... wie du dich hier benimmst. Ganz ehrlich? Aktuell hätte ich es verdient und mein Sohn nicht. Lass ihn gehen und bring mich um hier drinne. Los! So wie ihn mir auf den Sack geht. Ja los, bring mich um, dann hast du deine Ruhe. Nein, lass ihn in Ruhe. Diskutiert das aus, ich warte. Das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, wenn ihr unnötig Blut vergießt. Dann kommt ihr Heule nicht raus, wir kommen hier nicht Heule raus. Da hat keiner was von. Hier musst du nicht diskutieren. Diskutierst mit ihm? Ich bin nur schon. Soll ich lebensmüde fordern? Bist du eigentlich lebensmüde, jetzt haben wir das zu diskutieren? Jetzt ist doch mein Problem, mit denen diskutieren. Warum mischst du dich ein? Der bist du aber umgebracht! Ja, und es kann dir doch egal sein. Nein, es ist mir nicht egal. Warum nicht? Weil du mein Sohn bist und ich dich liebe! Und dann hättest du endlich das Toxin unternehmen. Hä? Aber dann hättest du endlich das Toxin unternehmen für dich. Ich will das nicht mehr. Scheiß auf das Unternehmen. Das war das, was mich Hawks eben auf Inhaber gemacht hat. Wenn ihr das unter euch teilen wollt, macht das! Ich hab den Fehler gemacht, ja! War dumm! Und Herr Dachdecker. Aber mittlerweile. Keine Ahnung. Wenn ich. Scheiß auf das Unternehmen. Du bist mir wichtig. Rauskommen, Versammlung, mitkommen. Beide. Du Fahrer sollst ins Auto gehen. Ins Auto. Los. Wir auch? Nein, ihr nicht, ihr geht aufs Dach. Der Kopf auch. Genau. Konnt nicht zuhören, hallo, nochmal. Alle Fahrer gehen jetzt in die Autos und alle Geiseln gehen jetzt runter und stellen sich in der Reihe auf. Okay. Nebeneinander. Gabisch? Ja. Okay, ja. Chalas. Bewegen Sie sich. Runter, nicht mehr hinterher, runter. Oh Gott, jetzt bei mir hinterher oder was? Das ist alles ganz... Was mit dem Kopf da unten? 1, 2, 3, 4. Ist doch gerade wer auf engem Papier ausgerutscht. Mach nochmal. Komm, Film, ich suche mal Platz da, gell? Oh, das sieht doch gut aus. Nur so als Info für Sie, Sir, mit dem Mantel. Hm? Der Chief da drüben hat gesagt, dass wir Sie ruhig am längsten behalten sollen, weil, ja, scheint Sie nicht zu mögen. Das hat er wirklich gesagt? Ja, als ich ihn gefragt habe, wer ihn von dem am wichtigsten ist, dann dachte er, ich will den wichtigsten wissen. Um dem zu verletzen, hat er gesagt, du. Dann hat er gesagt, nee, lassen Sie den bloß als letztes bei. Er wurde eben zur Waage gestellt. Ja. Er hat den Geiselnehmer fast umgeboxt. Als er ihn zur Waage gestellt hat und gesagt hat, ich kann bring deinen Sohn leider um. Okay. Du musst dich um Force Flame. Ist dann die Sache für dich durch, oder? Sie ist für mich durch, ich weiß, wo ich stehe. Wo er okay. Steht. Ihm ist die Firma egal. Okay. Schön, Leute. Bitte! Herr Peter, möchtest du mal mitkommen? Oh. Sie bleiben noch mal kurz hier auch, ne? Bleibt gesund! Hallo! Geht nur um ein paar Notizen, wie es passiert ist, etc. Sie bleiben noch mal kurz hier! Entweder Sie bleiben stehen oder ich muss die Taser. Schließen Sie doch mal los. Ja, kurz, war so. Eingepackt, etc. Ja, am Bier waren wir gewesen. Wir haben da mit der Familie gestanden und uns unterhalten, weil wir ein bisschen Familienkrise haben.
Ja. Und dann kamen da mehrere Jubilars, sie haben es mitgenommen, hierher gebracht und dann, ja. Den Rest kennen sie. Gut. Dann war es das soweit. Sie kommen hier weg oder? Ich rufe ein Taxi. Okay. Wenn sie zufällig ein Handy für mich haben. Oder ja. Sie rufen einfach beim Taxiunternehmen eben an und sagen, die sollen mit dem Bus kommen. Kann ich auch machen. Hallo. Moin, moin. Hallo. Du Arschloch. Au! Oh, Entschuldigung. Ach, und dann auch noch aussteigen! Entschuldigung. Aber zum Pier, bitte. Oh, da muss ich auch hin. Perfekt. Fällt sie mal auf? Wieso ist das deine Jugula? Ist das nicht der Jugula, wo der ausgestiegen ist? Ja, kannst du richtig in die Mitte. Oh Gott. Ich rufe zurück. Warum ist mein Handy nicht angenommen zu haben? Weiß ich nach allem, was passiert ist. Nach all dieser ganzen Scheiße, den du versucht hast, die Spuren zu verwischen, dass es nicht auf dich zurückfällt. Nachdem es darum ging, dass du das Taxi wieder bekommst. Nachdem, dass du in der Vergangenheit immer wieder versucht hast, mich zu überreden, irgendwas zu machen, dass das Taxiunternehmen wieder deins ist. Ich teilweise das Gefühl, das Vertrauen verloren in dich. Nachdem ich diese Geschichte gehört habe, nachdem du erzählt hast, zugegeben hast, dass du dahinter steckst. Kann ich hier nicht verübeln. Das alles war ein abgekartetes Spiel. Geiselnahme? Ja, die Geiselnahme war real. Ach so, ich dachte gerade, du meintest das andere. Aber du meinst mein Kram. Dein Kram, das ich provoziert habe bei der Geiselnahme. Egal was passiert wäre, es hätte sich niemand von uns je eine Kugel gefangen. Aber ich wollte, dass es zur Wahl steht, ob du oder ich. Ich wollte wissen, wie du darauf reagierst. Ob du die Chance nutzt und sagst, ja, endlich, Hans-Peter ist weg. Und ich in dem Moment das komplette Vertrauen in dich verloren hatte. Aber dadurch, dass du dein Leben für meins geben wolltest, weiß ich, woran ich bin. Woran ihr seid, mein Junge. Ich liebe euch alle gleich. Und verabscheue euch auch alle gleich. Ich erzähle dir das Ganze nur, damit du weißt, dass ich dir vertraue. Ich hätte das auch für mich behalten können und trotzdem sagen können, ja, du hast dein Leben vor meins gestellt, bla bla bla. Was er ja unwissentlich trotzdem getan hat. Wusstest du auch davon? Orx wusste nicht ganz davon. Was heißt nicht ganz? Naja, eigentlich wollte ich euch mitnehmen. Aber dann kam es halt anders. Der Plan hat sich verschoben. Ach so. Tut mir auch eine an. Ja. Ist wie die? Ja, melde dich, wenn du Zeit hast, bitte. Mach ich gleich. Jo. Verstanden. Ja. Hast du mir auch noch ein Handy über? Als du vorhin gesagt hast, soll er abdrücken. Ja. Da war ich kurz am Überlegen. Und dann ging mir die ganze Scheiße, die wir jetzt durchgemacht haben, durch den Kopf. Dass sich viel geändert hat. Dass die Familie über alles steht.
Hätte ich das vor 3 Monaten erfahren, wäre meine Entscheidung vielleicht anders ausgefallen. Unser Verhältnis da nicht so gut war. Das stimmt. Ich bin froh, dass ich Familie hier in der Stadt habe. Ich auch. Ich hoffe, dass sie noch weiter wächst. Ich nicht! Ich nicht. So, wieso das denn nicht? Gut, dass wir uns einig sind. Also, es reicht jetzt.